den 6 Tagen. Also ich habe ja bis jetzt immer auf normale Geschwindigkeit gespielt. Also jetzt könnte man vielleicht, ja, kaum sag ich's, kommt es hier oben schon, dann zwar langsam mal auf mit Stufe 2 oder 3 spielen. Aber wir sind, was Essensration angeht, immer noch nicht da, wo wir eigentlich hin sollten. Rufe alle Speer- und Außenpostenteams zurück. So, hier haben wir noch Flieger, die los müssen am nächsten Tag. Was wollte ich hier einlagern? Kohle. Kann ich hier noch einen einpacken? Genau. Hier sind auch noch welche krank. Können wir auch noch erhöhen. Ja, es wird langsam eng. Aber ich würde jetzt mal langsamer, ich gehe jetzt mal auf Stufe 2. Weil jetzt sind wir langsam, was auch das Bauen angeht, so an der Grenze. Stopp. Gesetzesmäßig. Ja, das ist ja das, was ich eigentlich nicht wollte, ne? Neue Fähigkeit, Gewalt als Überzeugungsmethode. Verringert die Zeit, die Gefangene im Gefängnis verbringen. Also das werde ich nicht erforschen, das ist in Ordnung. Gehen wir nochmal zurück. Hier gab es jetzt auch nichts mehr. Also sind wir hier in dem ganzen, na, Freudenhaus war ja noch. Die Hoffnung sinkt leicht, aber das wollten wir ja vermeiden. Also eigentlich wollen wir ja, dass die Hoffnung durch Dinge erhöht wird und anstatt, dass es sinkt. So, dann schauen wir mal. Lager Meteor. Das Lager wurde um ein großes Loch im Eis gebaut. Es könnte der Einschlagkrater eines Meteoriten sein. An der Stahlkonstruktion, die über einem Loch gebaut wurde, ist ein Flaschenzug befestigt. Wir haben die Überreste des Lagers durchsucht, das mir wissenschaftliche Operation gewesen ist, die wohl untersucht wollte. Das Loch ins Eis gerissen. Jetzt ist dieser Ort verlassen und nichts Wertvolles zu finden. Es gibt nichts zu tun. Aber wir können weitergehen. Dann machen wir das. Genau, die gehen zurück. Hier hinten haben wir auch noch Lager Vulkan, Lager Kompass, großer Krater. Okay. Also die sind noch mit der Rohnahrung beschäftigt. Das ist in Ordnung. Die lassen wir auch wirklich bis zum Maximum die Rohnahrung ranholen, weil das ist im Moment, so wie es scheint, unsere größte Schwierigkeit, die Essensration bei 600 Leuten im Lager. Dampfzentrum Reichweite erforscht. Die Wärmezone der Dampfzone dehnen sich 50% weiter aus. So, muss ich das aktivieren? Nee, ist automatisch schon aktiviert. Dann wollte ich als nächstes sofort die Heizkörpereffizienz machen. Oder die Dampfzentren. Dampfzentren verbrennen 33% weniger Kohle. Das sieht gut aus. Das machen wir. Genau, hier wäre jetzt überall, wo wir noch die Heizung erhöhen können. Das brauchen wir aber gerade nicht. Das brauchen wir nicht. Na, dann gehen wir wieder auf Stufe 2. Da kommen unsere Jäger zurück und bringen ordentlich Rohnahrung mit. Hier hinten haben wir schon wieder welche, die wir auf in die Spur schicken können. Hier habe ich vergessen, eine Straße zu bauen. So, lassen wir das mal mit doppelter Geschwindigkeit laufen. So, wie sieht es jetzt hier endlich aus? Steigt es? Kohle hält auch nur für 2 Tage. So, Speer sind angekommen. Wir haben wieder Überlebende gerettet. Wir haben an den Orten, wo sich unser Wissens nach Überlebende aufhielten, so viele wie möglich gerettet. Allmächtiger stehe den anderen bei. So, machen wir erstmal Kurzpause. So, wir haben immer noch 5 Tage Zeit.
Rufe alle Speer- und Außenposten zurück. Das haben wir noch nicht gemacht. Ja, und dann die Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Das wird viele Hungernde geben. Sägespäne wollte ich nicht ins Essen mischen. Achso, das können wir eh nicht mehr erforschen. Wir haben uns ja schon entschieden. Für die ganze Geschichte Suppe. So, macht es Sinn, den hier nochmal loszuschicken? Ja, machen wir es einfach. So, aber wie bekomme ich denn jetzt die Nahrung hochgepusht? Weil das macht mir gerade Sorgen, ob wir das überleben, ne? Wir haben gerade mal 900 und 3500, sagt das Spiel. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Wir könnten noch zwei weitere Speisehäuser, die die Produkte. Ach, was haben wir denn hier? Ach nee, warum denn das? Na, ist ja prima. Ich habe vergessen, manuell in dem zweiten Speisehaus auch auf Suppe umzustellen. Okay. Deswegen seid ihr wohl auch so zufrieden, wa? Ach nee. Okay, dann brauchen wir noch ein zweites Speisehaus. Nahrungsmittel. Speisehaus. Das können wir hier hinbauen. Das ist noch warm genug. Das ist noch warm genug. Und dann muss ich dran denken, das auch sofort auf Suppe umzustellen. Da können dann wieder die Kinder drin arbeiten. Hier arbeiten Kinder. Hier arbeiten Kinder. Das sieht gut aus. So, hier wird es dann wieder auf minus 70 Grad gehen. Kohle hält immer noch nur 2 Tage. Ich würde dann mal vorsichtshalber noch ein zweites hier hinbauen. Dann haben wir das nämlich auch. Hier fehlt uns schon wieder einer. So, jetzt haben wir auf alle Fälle den Kohleverbrauch wieder gesenkt. Dann Generator Reichweite 3. Das werden wir dann sicherlich auch noch brauchen. Was senken wir jetzt weiter unseren Kohleverbrauch? Und es wird Zeit, wieder mehr Kohle. Schon wieder jemand gestorben. Ja, wir haben zu viele Schwerkranke. Oder nee, Normalkranke, die nicht behandelt werden. Aber jetzt ist mein ganzer Blick immer auf Nahrung aus. Die Nahrung zu erhöhen. Denn wenn die dann in der Frostperiode im Finale uns dann alle verhungern, dann haben wir auch nichts gewonnen. Ich würde mal noch mal zwei Jäger und schauen, wo ich noch Ingenieure oder Arbeiter durch Kinder ersetzen kann. So dass wir die dann weiter benutzen können. Die Fahrzeuge des Konsuls wurden von mächtigen Schlägen zerstört. Der Schnee ist zertrampelt und durch Unmengen von Blut verschmutzt. Hungrige Eisbären. Wir haben etliche Leichen in den beschädigten Kettenfahrzeugen gefunden. Einige von ihnen sind zerrissen, als ob sie teilweise von Tieren aufgefressen wurden. Wir vermuten, dass es Eisbären waren.
Wir werden nie erfahren, was hier genau passiert ist. An diesem schrecklichen Ort gibt es nichts Nützliches, das wir mitnehmen können. Okay, dann lassen wir die hier mal noch im Kreis laufen. Der Sturm kommt näher. Immer näher, immer näher. Der Sturm kommt näher. So, dann können wir hier wieder. Nee, hier wollte ich Kinder rein. Heizung an, damit es warm ist. Schauen wir mal. Jo, das sieht gut aus. Das Pflegeheim machen wir mal auch warm. Was haben wir hier? Das Wirtshaus natürlich bekommt auch volle Hitze, wird aber nicht warm. Du brauchst Ärzte. Ja, Ärzte würde ich gerne. Bei uns fehlen halt Ingenieure. Obwohl, eins könnte ich noch bauen. Ein 131 Kranke, ja. Das ist gerade so ein bisschen, ja, schwierig, ne? So, hier können wir auf alle Fälle erstmal nochmal Kinder reinsetzen und die Heizung starten. Also ich kann auf alle Fälle noch eine Sanitätsstation hier hinten hinbauen. Das geht. Da wir ja noch 8 Ingenieure haben, dann hätten wir wieder 5 Betten. Definitiv. Und der Rest ist halt schwierig. Hallo Jasmin, grüß dich, schön, dass du da bist. Mehr Krankenbetten nötig. Also das Spiel sieht es jetzt auch so, dass wir mehr Krankenbetten benötigen. Eine neue Sanitätsstation ist ja schon in Planung. Ja, machen wir. Die haben wir ja eh schon geplant hier unten. So. Aber irgendwie, die Zahl ist ein bisschen kleiner geworden. Aber wir brauchen Nahrung, Nahrung, Nahrung. Also wir haben jetzt schon geschafft, das ein bisschen zu pushen auf 1500. Ist aber immer noch zu wenig. 2000 Essensrationen zu wenig. Hier habe ich natürlich auch wieder vergessen, auf Suppe umzustellen, obwohl ich mich daran erinnern wollte. So, jetzt haben wir Suppe, Suppe, Suppe. Okay. Heizung läuft. Was hast du Schönes gemacht, Jasmin, an einem warmen Sonntag? Gar nichts. So einen ruhigen Sonntag. So, lass uns das Spiel mal wieder ein bisschen schneller laufen. Wir haben einen Schwerkranken. So, und jetzt wollte ich ja mal schauen. Wir haben jetzt keine Arbeiter mehr. Mal kurz pausieren. Wo können wir noch Kinder einsetzen? Haben wir hier hinten noch Sammelstellen? Jawohl, da können noch Kinder rein. Hier haben wir noch eine Sammelstelle. Solange uns die Kinder nicht ausgehen. Jetzt sind nämlich die Kinder alle in Arbeit. Die Sanitätsstation ist auch gleich fertig. Dann können wir hier, können wir nochmal fliegende Jäger bauen. Brauchen ganz viele fliegende Jäger. Denn wenn dann unser
Außenposten auch aufgelöst wird, fallen ja auch die 100 Nahrung, die wir pro Tag geliefert bekommen, dann auch noch weg. Hungrige Mutter. Sir, hier ist eine Frau, die eine dringliche Bitte hat. Sie möchte mehr Essensration, aber die Köche sagen, sie haben ihren Anteil bereits erhalten. Ich flehe Sie an, Captain, sagt die Frau mit zitternder Stimme. Ihre Männer meinen es gut, aber da muss ein Fehler vorliegen. Ich brauche zwei Rationen, eine für mich und eine für mein krankes Kind. Gebt ihr zwei Essensrationen, die Unzufriedenheit steigt an, die Hoffnung sinkt leicht. Ich werde die Regeln nicht umgehen. Ja, ist okay. Mit Unzufriedenheit können wir gerade so umgehen. So, wir haben die nächste. Okay, wir haben wieder das Gesundheitswesen minimal gepusht. Das war ja jetzt nicht so dolle. Großer Krater. Die Größe des Kraters lässt sich aus der Entfernung schlecht einschätzen. Seine ungeheure Ausdehnung wird erst beim Näherkommen deutlich. Das Lager ist leer. Spurlos verschwunden. Der Krater ist frisch. An seinem Rand sieht man noch gebrochenes Eis. Wir haben im Lagern nach Hinweisen über das Schicksal der Wissenschaftler gesucht, aber nichts gefunden. Hier ist alles ordentlich, aber irgendetwas stimmt nicht. Es sieht aus, als hätten sie zu einer Aufgabe aufgehoben, nicht zurückgekehrt. Vielleicht wollten sie den Krater hinabsteigen und haben sich im Labyrinth des Eises verirrt. Oder sie sind in einem Schneesturm geraten oder beides. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die noch zum Lager Kompass gehen. Oh, hier hinten ist schon vorbei. Dann können wir, dann würde ich jetzt sagen, was ist das hier? Fortschrittliche Kohlemine. Okay. Ja, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Dann würde ich sagen, wir treten mal langsam mit allen Speeren die Rückreise an. Außenposten müssen wir auch aufgeben. Hier hinten. Außenposten abbauen. Und zurück mit euch. Und ich würde jetzt. Okay, nee, die können ja noch laufen. Die sind ja noch weit genug vom Frost entfernt. Und dann müssen wir die Essensrationen weiter drum kämpfen mit den fliegenden Einheiten. So, aber das Spiel wieder doppelt so schnell laufen. So, also hier geht es eine Stufe runter, einen Tag später die nächste Stufe. Also hier kommt dann langsam der Sturm. Wir werden gleich nochmal minus 60 Grad haben. Kohle reicht nur für 2 Tage. Ich weiß nicht, wie tief das hier hinten runter geht. Wie viele Tage? Das überleben wir nicht. Wir brauchen Essensrationen. So, die nächsten, die wir in die Luft schicken können. Ihr habt auch noch genug. Oh, es wird wieder wärmer. Sehr schön. So, jetzt sieht das mal mit der Rohnahrung gleich ganz anders aus. So, jetzt passieren wieder gleich Haufen Sachen gleichzeitig. Angst vor dem Sturm, Diebstahl und Aufstände. Sir, wir haben die Diskrepanz zwischen dem Verbrauch an Rohnahrung und der Produktionsmenge der Speisehäuser untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass die Köche Nahrungsmittel stehlen. Einwohner sind außer sich. Wir haben 4 Diebe erwischt. Sie sagen, sie wollten dafür sorgen, dass ihre Familien abgesichert sind, wenn uns wegen des Sturms die Nahrungsmittel verbannt sie. 4 Einwohner werden die Stadt für immer verlassen. Postiert Wachen, um die Köche zu beaufsichtigen. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Steigt erheblich an. Köche stehlen weiterhin Nahrungsmittel. Okay. Wir sind ja bei Zucht und Ordnung und wir haben ja schon mal jemanden verbannt. Das würde ich jetzt hier auch ganz klar machen. So läuft es nicht. Das können wir uns einfach nicht leisten.
denn wir sitzen hier alle in diesem Krater und müssen damit überleben. Das heißt, wir packen hier wieder Kinder rein. Haben wir noch einen Ingenieur? Was haben wir hier? Keine Kinder mehr, dann halt. In dieses Speisehaus wollen wir Suppe herstellen. Suppe. So, wie weit ist das unser Radius? Können wir weiter erforschen. So, wir haben die Dampfzentren effizienter gemacht. Wir haben die fortschrittlichen Heizkörper. Hier werden wir jetzt nichts mehr haben. Heizspritzventile für den Kohlegenerator. Was machen die? Kohlegeneratoren und Dampfkohlegeneratoren produzieren Kohlehaufen 15% schneller. Und hier hinten. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Ressourcen, gerade Stahl habe, um die Häuser noch zu upgraden. Also die Baracken zu Häusern. Na, dann holen wir uns mal lieber noch ein bisschen mehr Rohstoffe. Dann noch mehr Rohnahrung verarbeiten brauchen wir jetzt. Definitiv. Haben wir jetzt keine Leute mehr frei? Oh. Wir haben keine Leute mehr. 150 krank. Ja, also wenn die nächste Ansage kommt, dass ich hier upgraden muss, eine Sanitätsstation bauen, dann wird es langsam eng. So, wollen wir nochmal einen Schluck trinken. Gut, viel können wir gerade nicht machen. Okay, unsere Essensrationen gehen jetzt langsam hoch. So. Lager Vulkan. Als wir uns dem Lager nähern, sehen wir, dass seine Bewohner gerade ihre Sachen packen. Sie haben ein paar Hütten zerlegt, um improvisierte Schlitten zu bauen. Die nächsten im. Ihr geht in die falsche Richtung. Die Wissenschaftler hielten uns zunächst für Flüchtlinge, aber nachdem wir ihnen von unserer Stadt erzählt hatten, waren sie sehr erstaunt. Sie liegt vermutlich zu nah am Sturm, um ihm zu trotzen. Tja, ihr könnt Nansen dazu befragen, falls ihr es schafft, ihn im Süden zu erreichen. Ihre Arbeit hier ist getan. Wir konnten sie davon überzeugen, uns zu begleiten, damit wir ihnen unsere Stadt zeigen können. Gut, machen wir uns auf den Rückweg. Die brauchen noch ein Stück. Bis zum Lager. Die nächsten Hungrigen, die wir ins Lager holen. So, Stahl. Aber wir haben ja jetzt, wie viele Leute kommen denn da? 19 Ingenieure. Das heißt, wir könnten da noch mal ein paar Sanitätsgebäude bauen. So, da ist kuschelig warm. Jo, das passt. Das passt. Na gut, dann lassen wir mal schneller laufen. Dass wir mal langsam ins Endgame kommen, ins Finale. Warum fehlen jetzt hier zwei Häuser? Okay. Was wir schon lange nicht mehr gemacht hatten, ist. Alles, was mit Zucht und Ordnung hat, in die Spur zu schicken. Vorarbeiter ist noch aktiv. Jetzt haben wir vier Obdachlose. Wie kommt das? Gut, nichtsdestotrotz können wir eine Baracke bauen. Wir haben ja hier jetzt mehr Reichweite. So, damit haben wir das.
So, die Späher sind schon langsam auf dem Rückweg. Okay. Also unsere Essensrationen nähern sich jetzt langsam den Geforderten. Aber was ich sehe, unsere Depots reichen nicht aus. Und noch mehr Überlebende. Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern packt ihre letzten Vorräte ein. Sie arbeiten effizient, aber schweigend und wirken etwas entmutigt. Wir helfen jetzt bei den Evakuierungen, sagt einer von ihnen. Früher haben wir das Magnetfeld der Erde erforscht, aber jetzt gibt es Wichtigeres zu tun, zum Beispiel das Überleben. Gut. Wir schicken die jetzt auch mit den Überlebenden schon zurück. Da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Ich ziehe jetzt alle Truppen zurück, Spähtruppen, so wie gefordert. Und dann schauen wir. Genau. Mehr Depots wollte ich bauen. Depots. Dann könnten wir doch, ne, hier sind Heizkörper, dann bauen wir die Depots hier hinten hin. Wie viel können wir bauen? Eins, zwei, drei, vier. So, damit haben wir das auch am Start. Der nächsten Runde könnten wir, wenn dann die ganzen Jäger zurückkommen, die fliegenden Jäger, sind ja jetzt von 1200 Essensrationen hoch auf 2500. Genau, das war jetzt. Die können wir auflösen. Da haben wir 10 Arbeiter wieder zurückbekommen. Die werden sich nicht lange ausruhen können, denn die schicken wir als fliegende Jäger wieder raus in die Kälte. Denn wir brauchen weiterhin die Ressourcen. Also hier geht es ja wieder runter. Mal schauen, was hier bei Tag 34 passiert. Kohlegeneratoren, Dampfkohlegeneratoren produzieren Kohlehaufen jetzt 50% schneller. Das heißt, da kriegen wir jetzt auch noch schneller Material ran. Und wir gehen auf die Häuser. Wo waren die? Schauen wir nochmal, dass ich überlege. Nee, Rohstoffe brauchen wir nicht mehr. Ah ja, das wollte ich ja. Das ist langsamer explodiert, dafür aber sich schneller wieder erholt. Der Generator. Das ist ja hier diese Überbrückungskupplung, die wir hier noch in Reserve haben. Wir haben auch noch die Dampfstufe 4 in Reserve. Wir laufen ja noch nicht am Limit. Das wird sich dann bestimmt bald ändern. So. Es wäre ganz schön, wenn hier mal langsam die Arbeiten stattfinden. Schon wieder ein Duell. Okay, jetzt fangen sie um 23 Uhr, fangen sie jetzt endlich mal an, noch die Sachen zu bauen, die Depots. So, wir haben 19 wieder zurück in die Stadt gebracht. Wunderbar. Dann können wir die jetzt auch auflösen. Wir haben immer noch 4 Tage und 7 Stunden. Können wir wieder schneller laufen lassen. Haben wir denn jetzt ein paar Ingenieure auf alle Fälle frei? Also wir könnten jetzt noch Sanitätsstationen bauen. Da könnt ihr jetzt mal was zu sagen. Lieber Chat, soll ich 4 weitere Sanitätsstationen bauen, damit wir hier unsere Kranken reduziert bekommen, oder was sagt ihr?
was sagt.